Denn ich bin verrückt genug für 5. Das ist kein Scherz. So. Außerdem nehme ich gerade vor einem Geburtstag von einem... Habt ihr ja letztens gehört, dass jemand noch mit dabei war? Ah, nee. Stimmt, die zweiten Slender, da kann ich ja schon mal euch die Vorfreude geben. Es gibt ein zweites Slender-LPT. Und da wird wieder eine neue Person mit dabei sein. Den ihr nicht kennt, den ich aber auch schon lange kenne. Lang ist's her. Hier sind keine Fackeln mehr, deswegen geht das nicht mehr. Und zu dessen Geburtstag werde ich auch gleich gehen, zu seinem 18. oder zur Nachfeier seines Geburtstages. Und da wird er kräftig auf die Tube gehauen. Mir fällt gerade auf, ich kann ja gar nicht mit dem Fahrrad fahren. Weil ich werde heute Abend sehr milchisiert sein wahrscheinlich. Ja, versteht, was ich meine. Weil Milch trinken ist gesund, aber in zu großen Massen ist alles schädlich. Es gibt nichts, was in großen Massen nicht schädlich wäre. Lasst euch das sagen, Kinder. Das ist genauso wie wenn man jeden Tag Fisch essen würde. Fisch ist sehr gesund, aber man sollte es nicht übertreiben. Das wird ja, das ist ja... Hä, ist das ganze Holz schon wieder weg jetzt? Hä? Ich habe da niemals 64 Holz gerade verbraucht. Leute, ich habe da niemals gerade 64 Holz verbraucht. Wartet mal kurz. Hä? Ich hatte doch gerade 64 Holz. Ach so. Hab nichts gesagt. Oh Mann, ich bin voll. Nee. Ich bin ein Sonderfall, sag mal so. Ich bin ein Sonderfall. Ich habe immer noch. Ach. Mir ist ja Minecraft abgestürzt wieder, als ich versucht habe, Mods zu installieren. Bla bla bla. Und da muss ich noch den Skin von mir wieder reinhauen. Kam noch nicht dazu in letzter Zeit. Weil halt wirklich viel ansteht. Naja. So. Ich freue mich schon, wenn wir den Boden endlich drin haben, weil der ist echt nervig. Das alles nochmal aufzureißen für den Boden. Dann wachsen die Bäume so langsam. Aber mit dem Holz, das wir hier abbauen, können wir ja eigentlich... Erstmal schaffen wir den Schnee weg. Schnee, So, dann würde ich sagen, batschen wir mal hier hoch. Und machen uns wieder ein paar Treppen, denn das Dach muss ja auch fertig gemacht werden. Und es bietet gleichzeitig ein wenig Abwechslung. So sehe ich aus hier. Ah ja, habe ich aufgehört, weil ich zu Schiss hatte, dass ich runterfalle. Verständlich. Hoffe ich doch. So. Aber jetzt kann ich das ja machen, denn jetzt habe ich ja da unten zugebaut. Wenn, dann breche ich mir nur alle Knochen. So. Jetzt muss ich auch mal beheben, dieses Ding, die ich da immer an der Seite ranpacke. So. Hier runter. Draußen spielen gerade die Kinder und zwar richtig laut. Die Kiddies. Die Lobe der Best Gang
Nachfolgerschaft hier. Yeah. Boah, voll ey. Voll Ei. Und wie ist dein Kind so? Na, voll, voll Ei ist es, ey. Ach so, so ist das also. Hm. Verstehe. Voll Ei also. Ob wir das schaffen? Au. Ja, nee, haben wir nicht geschafft. War klar. Das war jetzt ein Assassin's Creed. Während zwei Bissen habe ich einfach mein Brot genommen, habe das Blatt zerteilt und habe mir den nächsten Bissen in den Mund gesteckt. Und bevor ich auch nur das nächste Brot aufgegessen hatte, nee, und dann, bevor das Blatt auch nur auf dem Boden aufkam, hatte ich schon das Brot aufgegessen, das nächste. Weil ich halt voll der Styler bin. Oder auch nicht. So, hier jetzt noch und da jetzt noch und da jetzt noch. Ich fände es übrigens schön, wenn dieses Birkenholz auch dieselbe Struktur wie das Holz hier hätte. Fände ich sehr schön. Weil ich finde, das sieht ziemlich klobig aus, das Birkenholz, im Vergleich zu dieser Textur hier. Ist zwar schön, dass man verschiedene Texturen reinbringen möchte, aber ich finde, das sieht ein bisschen klobig aus. Ich weiß auch nicht. Oder vielleicht, dass man es einfach nur feiner macht. Das wäre ja auch eine Option. So, das Birkenholz einfach ein bisschen feiner gestaltet. So. Hier gibt es ja, im Dingspack, Fotorealism, und ich glaube auch bei Herr Sommer war das so. Da sieht das Holz ja wirklich wunderschön aus. Also wirklich so, wie ich es mir vorstelle. Hier, das ist jetzt nicht schlimm irgendwie, das Holz, was hier ist. Keinesfalls. Das sieht, wow, 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 wow. Nein! Ah, Alter, ey. Ihr lernt es doch nie, oder? Ihr verfluchten Bastarde! Kommt her und ich hau euch meine alte Tasche über den Kopf, ihr! Gehört mich bitte Krückstock und schlage euch kaputt! Kaputt schlage ich euch, das sage ich euch, ihr! Ihr Raudis! Ihr Raudis! Das kann doch gar nicht sein! So. Also das Dach schreitet langsam voran. Genauso wie der Boden der Tatsachen. Ja, was soll ich dazu noch sagen, ne? Entschuldigung, ich war gerade in Gedanken versunken. Tut mir leid, dass ich gerade nicht. Mir ist gerade was klar geworden. Vergesst es. Das sah jetzt komisch aus, wie ich mit offenem Mund vor dem PC saß und mir gedacht habe: Ah! Ja, genau das. Ich schaff's immer wieder, mich zum Deppen zu machen, oder? Ja, ja, das kannst du gut. Dankeschön. Was war denn das jetzt? Dankeschön. So. Dann hier noch einmal der. Diese Steine haben wir jetzt wieder bekommen. Dann können wir gleich mal hier das hier fertigstellen. Und das hier auch noch vielleicht, damit wir hier nicht jedes Mal runtersegeln. Wenn hier irgendwas um die Ecke gewatschelt kommt. Hä? So, ich hab mich verbaut. Oh. Wenn's wehtun würde, ne? Dann würde ich das hier Let's Cry heißen. Minecraft Let's Cry. Seht Never guess beim Weinen zu. Es schneit! Ja!
freue mich ja so dermaßen darauf, dass es schneit. Okay, wir müssen 4 Abstände hier machen. Sonst haut das nicht hin. So. 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 Genau. Und ich würde sagen, damit beende ich für heute erstmal die Aufnahme. Wir haben jetzt 55 Minuten aufgenommen, circa. Und mit einem Schneefall und spannender entspannender Musik würde ich sagen, beenden wir die Aufnahme für heute. Und ich lege mich schlafen. Gute Nacht.